Wenn du gutes Karma aufbauen und positive Schwingungen in dein Leben bringen willst, kannst du einige einfache Dinge tun. Karma wägt alle Fakten ab, da es als Ursache und Wirkung bekannt ist. Im Leben hat jede Handlung, die wir unternehmen, eine Konsequenz, ob positiv oder negativ. Karma ist ein grundlegendes Konzept in Religionen wie dem Hinduismus, Buddhismus und Taoismus. Das Wort Karma kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Tat. Man bekommt, was man verdient. Jede gute Tat wird belohnt und keine böse Tat bleibt ungestraft. Hier sind 6 Möglichkeiten, gutes Karma zu schaffen und Glück in dein Leben zu ziehen. Nummer 1. Die Wahrheit sagen. Jedes Mal, wenn du eine Lüge erzählst, auch wenn es eine kleine ist, musst du sie mit einer weiteren decken. Wenn du lügst, verlierst du das Vertrauen der anderen und ehrliche Menschen werden sich von dir distanzieren. Auf diese Weise wirst du von Lügnern umgeben sein. Wenn du gutes Karma schaffen willst, sprich die Wahrheit und du wirst ehrliche Menschen anziehen. Nummer 2. Hilfsbereit sein. Wenn du anderen hilfst, hilfst du dir selbst durch das gute Karma, das du schaffst. All die Unterstützung, die du gibst, wird zu dir zurückkehren, wenn du sie brauchst und am wenigsten damit rechnest. Wir alle brauchen ein Ziel im Leben und die Unterstützung, die du anderen Menschen bietest, muss Teil deines Weges sein, um deinen großen Traum zu erfüllen. Ein Leben, in dem man anderen hilft, ist die befriedigste Art zu leben. Nummer 3. Meditieren. Von Zeit zu Zeit musst du Zeit allein verbringen und deine Gedanken in Ordnung bringen. Sei vorsichtig mit deinen Gedanken und vergewissere dich, dass sie alle positiv sind, um positive Energie in dein Leben zu ziehen. Wenn dein Geist verwirrt, wütend oder müde ist, bist du verwundbar und es besteht die Möglichkeit, dass negative Energie die Oberhand gewinnt. Lass das nicht zu. Es ist erwiesen, dass 30 Minuten tägliche Meditation die Gehirnfunktion verbessert. Sie öffnet deine Seele und macht dich geselliger, einfühlsamer und mitfühlender. Meditation macht dich auch widerstandsfähiger gegen schwierige Zeiten und aufmerksamer für die Bedürfnisse anderer. So macht die Meditation dich weiser und gibt dir eine gute Perspektive auf die Dinge und hilft dir, die Wahrheit und das Wesen deines Lebens zu erkennen. Ganz zu schweigen davon, dass sie Depressionen und Angstzustände angeht. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 4. Zuhören und einfühlsam sein. Wenn eine Person, ob sie dir nahesteht oder nicht, sich jemandem öffnen muss und er oder sie sich für dich entschieden hat, bedeutet das, dass er oder sie glaubt, dass du vertrauenswürdig bist. Was auch immer diese Person beschließt, zu gestehen, urteile nicht. Versuche die Situation aus ihrer oder seiner Perspektive zu sehen. Gib die richtigen Ratschläge und unterstütze sie. Vergiss nicht, dass du irgendwann in deinem Leben einen aufrichtigen Rat brauchst und was du gibst, ist das, was du bekommst. Indem du den Erfahrungen anderer zuhörst, entwickelst du auch Toleranz, wenn du beginnst, die Gründe für das Verhalten anderer zu verstehen. So akzeptierst du durch Toleranz, dass Menschen anders denken und handeln als du. Wenn alle gleich denken und handeln würden, gäbe es wahrscheinlich weniger Neuheit und Schönheit im Leben. Vielfalt ist gut für uns. Sie eröffnet Wege zu Energie, Kreativität, Innovation und Herausforderung. Gleichzeitig hilft die Akzeptanz dieser Unterschiede jedem von uns, seinen Horizont zu erweitern, neue Dinge zu lernen und sich so weiterzuentwickeln. Glaube aber nicht, dass man durch Toleranz seine Prinzipien aufgeben muss. Du wirst einfach weniger verurteilend gegenüber den Menschen um dich herum. Dies ist eine weitere Möglichkeit, gutes Karma und Glück in dein Leben zu bringen. Nummer 5. Vergeben. Vergebung bedeutet Akzeptanz.
Durch Vergebung heilst du die Wunden deiner Seele, nimmst das Geschehene an und lässt vergangene Probleme hinter dir. Durch Vergebung bist du im Frieden mit dir selbst, befreist dich von Schmerz, Trauer, Bitterkeit und Wut. Als Ergebnis kannst du einen neuen Lebensweg einschlagen und dich aus allen Blickwinkeln entwickeln. Wenn du nicht vergeben willst und dich nach Rache sehnst, wirst du nie in der Lage sein, dich von dem negativen Karma, den Gefühlen des Hasses und der Wut zu befreien. Das bedeutet, dass du dich daran hinderst, gutes Karma zu schaffen und ein glückliches Leben zu führen. Nummer 6. Dankbarkeit. Dankbarkeit gehört zu den höchsten Schwingungen im Universum. Dankbarkeit kann deine Schwingung innerhalb weniger Sekunden anheben. Ganz gleich, was in deinem Leben passiert, du kannst etwas finden, wofür du dankbar sein kannst. Selbst wenn dir etwas Schlimmes passiert, versuche, den Segen hinter der Situation zu finden. Glaubst du an Karma? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Lass dem Video ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.